Willkommen zu diesem neuen Video. Heute werden wir eine Reitstunde filmen und ja, viel Spaß beim Video. Ach, ich freue mich schon so auf die Reitstunde. Hallo Caro! Hallo Lea! Wen reite ich denn heute? Also ich habe mir heute für dich den Arthur überlegt. Ach so, der ist doch neu, oder? Ja, er wurde noch nicht so oft geritten. Also dachte ich mir, ich setze dich mal da drauf. Okay. Das ist dieses graue Pferd, also das Fiori, das wäre. Ja, ich weiß schon. Hallo Arthur! Hallo Mensch, ich habe überhaupt keinen Bock auf Reiten. Ich will essen. Mist, ich habe die Äpfel schon aufgegessen, nichts mehr da. Ach Arthur, warum drehst du dich denn weg? Ich hole mir kurz dein Haft und dann halte ich dich schon. Ach nö. Ach, du kommst ja echt nicht her, dann muss ich dich erholen. Hallo Caro. Hallo Jennifer, wen reite ich denn heute? Ja, also du hast heute die Stain. Okay, danke, dann hole ich sie schon mal. Ja, hallo Stan, ich bin dich ja oh lang nicht mehr geritten. Na, da kannst du mal was sagen. Ich wurde nur von Anfängern geritten. Das war echt anstrengend. Die wussten gar nicht, was sie machen sollen. Ich wurde die ganze Zeit mit dieser Gerte verfolgt. War echt doof. Mein Gott, ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Hallo Caro, bin ich zu spät? Ach nein, passt schon. Du bist eh gut in der Zeit. Ah, super, wen habe ich denn? Also, du hast heute den Diabolo. Okay. Ich würde den Diabolo nicht bei den anderen Pferden anbinden. Er macht zwar nichts, aber es ist trotzdem keine gute Idee. Okay. Boah, du bist ja ganz schön dick geworden. Das Nachgurten wird, glaube ich, schwer. Eine Frechheit. Ich bin noch nicht dick geworden. Der Sattel ist einfach zu eng geworden. Mist. Okay, alle, die fertig sind, können dann schon mal in die Halle, auf den Platz gehen und aufsteigen. Dann gehen wir mal rein. Boah, auf dir zu sitzen ist ja ein ganz anderes Sitzgefühl. Bin ich mal wieder zu dünn? So lang könnt ihr schon mal alle Schritt gehen. Auf der rechten Hand. So, Jennifer, Ecken sind da zum Ausreiten und nicht da zum Vorbeireiten. Ich versuch's hier, aber irgendwie will sie da nicht hin. Da musst du dich durchsetzen. Gib mir mal richtig inneres Bein. Na, geht doch. So, versucht euch auch ein bisschen besser zu verteilen. Mein Gott, sind das Äpfel? Mein Gott, lecker. Nein, Diabolo, geh. Nein. Oh mein Gott, wie fies. Jetzt darf ich nicht mehr essen. Hauptsache, sie darf auf mir sitzen, ja? So, jetzt sind auch schon alle aufgewärmt, also können wir auch gleich mit der Trabarbeit anfangen. So, Lea, du reitest ja zum ersten Mal den Arthur. Bei ihm ist es wichtig, sehr konsequent zu sein, sich durchzusetzen, weil er ist ganz schön faul. Bisschen gemütlich unterwegs und aber er ist eigentlich ganz brav. Okay. Jennifer, du bist am falschen Fuß. Einmal umsetzen. Komm, geh jetzt weiter, Diabolo. Nö, ich habe jetzt keinen Bock. Nö. Diabolo, hör jetzt auf, geh. Oh, warum steht denn der Diabolo? Er will nicht vorwärts gehen. Du hör auf, die ganze Zeit auf ihn draufzuschlagen mit deinem Bein. Das bringt nämlich auch nichts. Du musst drauf drücken, also schlagen und dann drücken. Okay. Na, geht doch. Ich glaube, ihr seid heute alle zu seinen Ferien. Na, Lea, klappt ja super. Also alle mal bitte aussitzen. Na, wenigstens kann man gut auf dir sitzen. Das macht ja echt Spaß. Also ich weiß, alles bei mir macht Spaß, aber ja. Arthur? Also irgendwie habe ich da gerade was Interessantes gesehen und ich gehe nicht weiter, bis ich herausgefunden habe, was es ist. Arthur, komm jetzt. Komm bitte, Arthur, ich will mich nicht wieder von der Reitlehrerin blamieren. Ich wurde gerade gelobt. Also wenn du mich schon so süß fragst. So Leute, ich habe heute noch keine einzige Ecke gesehen, die gut aussah. Also bitte denkt jetzt an eure Ecken und baut doch mal Touren ein oder so. So, jetzt können wir auch mal ein paar Trab-Schrittübergänge einbauen. Die macht ihr aber bitte selbstständig. Super, aber Jennifer, reite bitte die Ecken aus, oder ist das eine große Tour? Warum sind wir heute eigentlich so wenig jung? Warum wurde ich von so vielen Pferden ausgesucht? Es gibt tausend andere Pferde. Die sind sogar besser als ich. Also nein, kennen es besser als ich. So, und da wir heute so wenige sind, können wir auch alle einfach ganze Bahn galoppieren. Also, das ist echt gut, weil ja, einige haben sich es auch gewünscht.
Geil, ganze Bahn galoppiert. Wie sehr ich das liebe. Nein, Diabolo, noch nicht angaloppieren. Hallo, ich gebe dir die Kommandos. Ja, klar, du sitzt auf mir drauf und willst doch Kommandos geben. Noch mehr Wünsche? So, also am Anfang wollen wir mal schön Abstand auf einbauen. Jennifer und Lea noch ein bisschen mehr Abstand und dann könnt ihr auch schon angaloppieren. Bitte, Arthur, galoppiert schön mit, ja? Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Bei dem merke ich ja gar nicht, was Galopp und was Trab ist. So, Leute, die Pferde sind bei euch schon ein bisschen zu gemütlich unterwegs. Bisschen schneller, Leute. Also, Hauptsache ich galoppiere, Mann. Was wollen die doch? Bauer, Also, ich habe ja sowas von gar keinen Bock, schneller zu werden. Menschen haben so viele Wünsche, die kann ich denen doch nicht erfüllen. Bin ich ja Weihnachtsmann. Ich warte ja darauf, schneller zu galoppieren, aber die Pferde vor mir sind so langsam. Oh, es ist Zeit, einfach aus dem Nichts schnell anzugaloppieren. Oh, Diabolo, halt! Manu! Ja, super durchpariert. Ich weiß gar nicht, was diese Menschen von mir wollen. Und wieder angaloppieren. So, dann machen alle im Trab dann noch einen Handwechsel und dann galoppieren wir nochmal auf der anderen Hand und dann war's das auch schon für heute. Ach, endlich. Nur noch einmal galoppieren und dann kann ich endlich Feierabend machen. So, jetzt können wir auch mal alle probieren, aus dem Schritt an zu galoppieren, reinsetzen, schwer machen und die Galopphilfe geben. Super gemacht, Lea! Das klappt ja heute bei euch allen super. So, dann machen alle mal einen Trab-Schrittübergang und dann könnt ihr nur noch abreiten. Das war's dann für heute. Habt ihr heute alles super gemacht? Ihr könnt eure Pferde mal loben. Super gemacht. Ja, ich hatte heute einfach einen guten Tag. Das wäre toll, Arthur. Dankeschön. Prima. Ich weiß. Das war's dann auch schon mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Like das Video und abonniert den Kanal. Wir würden uns sehr freuen. Und bye.